Ja, es freut mich, hier im Simmering wieder sein zu dürfen, zu den Neujahrsgesprächen, so wie alle Jahre. Wir haben gehört, da tut sich was Besonderes, nämlich gerade hier am Engplatz oder demnächst tut sich etwas. Ja, wir haben heute die Präsentation hier bei uns im Amtshaus für die Umgestaltung des Engplatzes. Das ist das zweite große Projekt jetzt in Simmering, wo wir Plätze grüner, lebenswerter für die Bewohnerinnen und Bewohner machen. Das eine haben wir schon voriges Jahr gestartet in Kaiserslautern. Das zweite ist jetzt der Engplatz, was man so dankenderweise mit der Stadt Wien angeschaut hat, dass man diesen Platz lebenswerter macht. Wir haben dazu eine Bürgerinformation schon gemacht im Herbst und auch eine Befragung, wie könnte der Engplatz schöner werden, wie könnte der lebenswerter werden, wie stellt sich den Engplatz in Zukunft vor. Da sind 1000 Rückmeldungen gekommen von den Bewohnerinnen und Bewohnern in der Umgebung. Wie stellen Sie sich den Engplatz in Zukunft vor? Jetzt haben wir ja schon praktisch einen Vorgriff gemacht in die Zukunft. Also das heißt, in dieses Jahr, vergangenes Jahr hat sich aber auch da in dieser Sache etwas einiges getan, vor allem in der die Hitzeinseln zu entfernen. Ja, da haben wir voriges Jahr angefangen damit. Wir haben sehr natürlich im Bezirk einiges angeschaut und da sind wir damals schon auf Bürgerinnenwunsch auf dem Sotelski-Vorplatz, sind wir immer dazu gekommen. Und dort werden sehr viele Bäume neu gesetzt, dort wird es Grünflächen geben, dort dann über 1000 Quadratmeter aufbrechen von Asphalt und grüner machen und lebenswerter Sitzbänke, Wasserspiel und dergleichen wird dort gemacht. Das ist das erste große Thema gewesen vor dem Jahr. Jetzt ist das ein, was hat es sonst noch so gegeben im vergangenen Jahr? Ich meine, bei so einem großen Bezirk ist ja einiges los. Ja, es tut so einiges bei uns. Wir sind ganz stolz, dass wir unseren ersten Bildungscampus voriges Jahr in Betrieb nehmen können. Neben der Schulbildung, Kindergartenplätze haben wir dort eine Sonderpädagogik. Auf das sind wir natürlich ganz stolz, weil es ist ja ganz wichtig, dass ein Simmering so ein tolles Schulprojekt haben dürfen. Schulen sind immer ein bisschen ein Problem, gerade bei den Schulbereichen mit dem Verkehr zieht an, weil die Eltern bringen die Kinder für die Schule, sehr viele noch, und trotzdem gehört aber ein bisschen beruhigt. Ne? Ja, wir haben dort, und das war natürlich auch Thema, das was in den Medien teilweise war, wir haben dort natürlich die Erhebungen gemacht, immer bevor die Schule kommt, was ist dort gut, dort hat es einige Maßnahmen gegeben, dann hat sich der Bezirk eingebracht, dann haben sie sehr viele Fraktionen bei uns, also fast alle eingebracht dazu. Wir haben dort eine Aufdoppelung, wir haben Piktogramme gemacht, wir haben ein Schutzgitter gemacht und wir haben die Autobushaltestellen vergrößert. Wir haben die Inseln, die Zebrastrafen, aber ganz wichtig war jetzt auch zum Schluss überfraktionell, dass man dort eine 30 km/h-Zone zusammenbracht hat. Und uns danke der Weise der Stadt, dass sie uns unterstützt haben, dass wir diese 30 km/h-Zone vor dieser Schule untergebracht haben und bekommen haben, weil dort ist natürlich sehr viel Schwerverkehr, teilweise bei der Schule, weil da Industrie dort angesiedelt ist. Es ist ja ein ziemlich erwachsener Bezirk, das heißt, es ist der Wohnbau natürlich auch ein Thema, da hat sich auch einiges getan, oder ist etwas im Werden? Ja, es hat die MA 21 voriges Jahr das Stadtentwicklungsgebiet Kaiserslautern vorgestellt. Das ist natürlich für sehr viele sehr schnell gegangen. Es hat eine Veranstaltung voriges Jahr im Sommer gegeben. Vorige Woche hat es die zweite Veranstaltung gegeben, wo sehr viele Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner eingearbeitet worden sind, was bei der ersten Veranstaltung vorgeschlagen worden ist. Wir haben dort noch dieses Mal ein Zeitkonstrukt bekommen, weil sehr viele glaubt haben, jetzt fahren wir nächste Woche die Park auf und ganz klar, was dafür zugebaut. Das ist natürlich nicht so. Man hat halt jetzt einen Zeitrahmen ungefähr, wie könnte es sich entwickeln, wann können die Flächenwidmungen sein. Also wir sind da von kurzfristig, mittelfristig bis langfristig, was die nächsten 10, 15 Jahre erst und darüber hinaus gewidmet wird. Und natürlich sind wir im Diskurs und mir ist ganz besonders wichtig als Bezirksvorsteher, dass wir dieses Planungsgebiet sich komplett angeschaut haben auch, so ist die MA21 gemacht und das ist für uns ist Infrastruktur ganz wichtig. Wir haben jetzt da schon Verdichtungen in Kaiser-Eberstorf, wir brauchen Schulen, wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen Kindergärten und das muss man mal vorher prüfen, bevor man überhaupt weiter etwas denkt. Was ja, da hat es ja Zeiten gegeben, wo gebaut wurde und dann hat man gesagt, man braucht das noch und das noch, das soll ja diesmal nicht sein. Nein, das soll auf keinen Fall sein, weil unsere Kinder brauchen die beste und möglichste Bildung für die Zukunft. Jetzt ist doch ein bisschen auch die, wie schwer oder wie einfach ist das Gespräch mit den Bürgern und die Beteiligung, weil da kommt dann oft so die Gefahr, ja, da wird alles zugebaut und es wird versiegelt.
Ja, natürlich ist das, das ist auch der Trend momentan auf der ganzen Welt, so grüner, lebenswerter. Aber wir haben auch Familien, dort, wo ein Kind vielleicht jetzt irgendwann auszieht und eine Wohnung will. Und junge Familien, die was sich zusammenschließen, was vielleicht irgendwann wieder ein Kind kriegen. Ja, und da braucht man natürlich Plätze, die Stadt ist wachsend. Aber natürlich ist es auch verständlich, dass jetzt da Leute sind, die was bis jetzt da in die freie Natur geschaut haben, auf Felder für die Bauern geschaut haben und jetzt da nicht verstehen, wieso wird das verbaut. Auch das muss man natürlich verstehen. Aber natürlich ist die Stadt, der Bezirk wachsend. Man muss halt auch verstehen, dass in gewisse Gebiete eben Landwirtschaft nicht mehr zum Betreiben ist. Ja. Und dass diese dann halt verbaut wird, aber auch Schienen müssen gebaut werden, auch für das brauchen wir Platz. Ja. Und mit sehr vielen Leuten, die was man dann redet und diskutiert darüber und ihnen erklärt, warum ist das so, die verstehen ja das. Und ich glaube, es ist ja sehr gut vorgesorgt, dass wir die Grünflächen erhalten bleiben, sogar dazukommen, also, was ich so verstanden habe. Ja, wir geben sie Mühe. Man kann halt nicht eins zu eins sagen, eine Grünfläche ist eine landwirtschaftliche Fläche, weil das ist ja jetzt auch nicht öffentlich zugänglich. Uns ist wichtig, dass halt die öffentlich zugänglichen Flächen vergrößert werden. Uns ist ja ganz wichtig, dass dieses Nahholgebiet, was beim Schloss Neugebäude ist, was der Stadtwanderweg ist, was die geschützten SWW-Flächen sind, die was gängen für das Simmeringer Hauptschloss und teilweise bis auf Euren unter, dass diese auch gesichert werden und dass die grüne Zone sich durch Simmering weiterziehen kann. Mhm. Also zum Beispiel beim öffentlichen Verkehr, der Realverkehr ist im Simmering vorhanden, das wissen wir. Der öffentliche Verkehr aber bei so einem großen Bezirk ganz was Bedeutendes, Wichtiges. Was tut sich da? Ja, wir sagen leider noch immer, dass wir mit dem 72er Richtung Schwächert in der Warteschleife sind. Das Bundesland Niederösterreich ist halt nicht bereit, dieses Projekt, was eigentlich die Frau Landeshauptfrau damals präsentiert hat, gemeinsam mit unserem Herrn Bürgermeister umzusetzen. Das Land Niederösterreich blockiert leider. Es war ganz toll gewesen, weil sehr viele, die was mit dem Auto fahren jetzt auf Simmering, hätten wir weiter draußen schon anfangen können und sie hätten gar nicht in die Stadt oder in den Bezirk einfahren müssen. Das ist halt leider momentan nicht der Wille des Land Niederösterreichs. Aber wir bemühen uns natürlich, dass wir für die Kaiser-Ebersdorfer in Simmering eine Verbesserung für die öffentlichen Verkehrsmittel schaffen. Wir können nämlich nicht warten, bis vielleicht einmal das Land Niederösterreich sagt, sie bauen doch einen 72er. Ein für mich auch wichtiges Thema immer wieder ist die Kultur. Da hat sich auch einiges getan. Im Schloss Neugebäude wurde schon angesprochen, das ist jetzt recht gut bespielt. Ja, es gibt eine neue Vorsitzende des Kulturvereins, das ist die Gerlinde Heil, die hat den Kulturverein voriges Jahr übernommen. Es gibt natürlich noch immer diese altbewährten Veranstaltungen wie Kirtag, wie Sommerschloss, wie den Weihnachtsmarkt, aber natürlich auch ein bisschen eine neue Form. Es gibt neue Veranstaltungen, es hat ein Fest zum Silvester gegeben, es gibt auch andere Veranstaltungen, auch mit Schulen. Mhm. Und es wird das Schloss Neugebäude auf ein neues Konzept gestellt und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich bin auch zuversichtlich, dass es im nächsten Jahr sehr viele Veranstaltungen geben wird. Auch da tut sich einiges, weil da ist ja doch das Museum und eben der Festsaal, wo auch immer wieder Veranstaltungen sind. Ja, wir haben einige Ausstellungen auch dieses Jahr schon geplant. Im ersten Halbjahr wird es drei komplette Ausstellungen geben. Die erste wird es am Freitag eröffnen dürfen. Das war die Kooperation mit dem Fotoclub von der Wiener Linien, die ihre Bilder präsentiert haben, war sehr gut besucht und es war wirklich toll. Wie eigentlich ein Bezirksmuseum, wenn sie auf solche Wünsche und solche Partner sie sucht, mit denen man Ausstellungen machen kann, auch angenommen wird. Da muss man Danke sagen der Museumsleiterin, dass sie diesen Input aufgenommen hat und das ist eine tolle Veranstaltung also gewesen. Ja, und die abschließende Frage, was für einen Wunsch gibt es für dieses Jahr? Also ich denke mir wünschen Frieden, ist ja gerade momentan nicht so, wie es in ganz Europa oder auf der ganzen Welt ist, das momentan nicht gang und gäbe. Ich denke mir wünschen, dass es friedlicher wird, dass wieder Ruhe einkehrt in ganz Europa und ganz besonders für Österreich, denke ich mir wünschen, dass wir in Frieden leben können alle wieder. Ich glaube, das ist ein Wunsch, was sich jeder anschließen wird. Dann sage ich recht herzlichen Dank und wir freuen uns auf unser nächstes Treffen hier im Bezirk. Dankeschön fürs Kommen. Gerne.